Hallo Sportsfreunde, herzlich willkommen zu Battlefield 4 Tipps und Tricks mit mir Wupsi Jaja. Und ich habe hier eine kleine Überraschung für meinen kleinen fliegenden Freund. Battlefield 4 ist jetzt seit einer Woche draußen und die große Frage ist natürlich, wie unterscheidet sich Battlefield 4 von Battlefield 3? Was sind die großen Unterschiede und wie könnt ihr euch darauf einstellen, damit ihr weiterhin spitze bleibt? Meiner Meinung nach sind die drei großen Unterschiede, dass Battlefield 4 härter geworden ist, es ist komplexer geworden, mit mehr Attachments, mehr Zubehör, mehr Optionen und die Klassenbalancen haben sich verschoben, weg vom Medic hin zum Scharfschützen und zum MG-Typen. Diese drei Punkte werde ich genau unter die Lupe nehmen und ein kleiner gepanzerter Freund wird von mir eine ganz besondere Überraschung später im Video bekommen. Das erste, was mir aufgefallen ist, ist, dass Battlefield 4 komplexer geworden ist. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass es zum Beispiel für die Infanteriewaffen viel mehr Zubehör gibt, viel mehr Attachments, die alle etwas anderes machen und die Eigenschaften der Waffe auf ihre Art und Weise verändern. Und das ist wichtig, denn Attachments allgemein sind sehr wichtig, sie verändern die Eigenschaften der Waffen und sie können euch den Vorteil bringen, den ihr braucht, um einen Feuerkampf gegen euren Gegnern zu gewinnen. Dasselbe gilt auch für Fahrzeuge bzw. für Flugzeuge in Battlefield 4. Wenn wir uns einmal im Battlelog das Ganze anschauen, sehen wir, dass zum Beispiel der Panzer ganz viele neue Optionen hat, zum Beispiel die Starf Shell, die Sabot Shell, die Heavy Explosive Shell, die alle etwas anderes machen. Und C4-Leger, aufgepasst, der MG-Schütze hat jetzt nämlich das Gunner Incendiary. Das ist quasi so eine Stichflamme, die aus dem Panzer rausgeht und alle Infanteristen in der Nähe des Panzers beschädigen. Das heißt, wenn ihr C4 versucht an den Panzer zu legen, kann euch das womöglich killen. Also aufgepasst, ne? Worauf ich persönlich gespannt bin, sind die Zuni-Raketen, die man aus dem Boot abfeuern kann, aber auch aus dem Anti-Infanterie-Fahrzeug. Und ich bin auch sehr gespannt auf die Active-Radar-Rakete des Stealth-Jets. Wo ist sie? Da ist sie. Diese Rakete kann angeblich einfach abgefeuert werden, ohne auf einen Lock warten zu müssen. Sie sucht dann automatisch nach fliegenden Flugobjekten und explodiert dann neben ihnen. Hört sie sehr gefährlich an. Aber da bin ich mal gespannt drauf. Also, auf euch kommen zu massenweise neue Zubehör für die Waffen. Massenweise Optionen für den Panzer, für die ganzen Fahrzeuge, neue Karten, neue Spielmodi. Da kann man recht schnell die Übersicht verlieren, aber keine Sorge, ich werde weiterhin Tipps und Tricks Videos rausbringen, wo ich vor allem die Zubehöre für die Infanteriewaffen und die Optionen für den Panzer erläutern werde, damit ihr immer schön auf dem Laufenden bleibt und einen klaren Kopf und die Übersicht behaltet. Der zweite Punkt, auf den ich zu sprechen kommen wollte, ist die Veränderung in den Klassen. Einiges hat sich ja verändert, zum Beispiel der Scharfschütze hat jetzt Zugang zu C4 und den Claymores. Und da jetzt alle Klassen Zugang zu den Karabinern haben, kann man den Scharfschützen zum Beispiel so ausstatten. Ein Karabiner, C4 und die Pokebälle. Pokémon! Denn die Pokebälle, die entdecken Gegner in eurer Nähe und können blitzschnell ausgeworfen werden. Das macht meiner Meinung nach den Scharfschützen zu einem der besten Soldaten, zu einem der besten Infanteristen auf dem Schlachtfeld. Teilweise sogar besser als den Medic, denn er kann erkennen, wo seine Gegner sind durch die Benutzung der Pokebälle. Ich vermute deswegen, dass der Scharfschütze wegen diesen Ausstattungsmöglichkeiten viel öfters gespielt werden kann. Er ist sehr gefährlich für Panzer, weil er C4 hat, weil er von Dächern runterspringen kann, beziehungsweise er kann sein Spawnback, ne, das kann er auf dem Dach tun, beziehungsweise damit kann er aufs Dach kommen und von den Dächern kann er wieder runterspringen. Das macht ihn sehr gefährlich für die ganzen Panzerfahrzeuge und er ist auch extrem gefährlich für die anderen Infanteristen, denn er hat die Pokebälle. Und wie gesagt, wir werden einfach viel mehr Recon-Gameplay sehen von allen Spielern auf dem Schlachtfeld. Der Medic und der Ingenieur, die haben sich eigentlich nicht groß verändert. Der Medic hat nach wie vor seinen Granatwerfer, seinen Defibrillator, mit denen er Kollegen wiederbeleben kann. Er hat die Health Packs, mit denen er Kollegen heilen kann. Der Ingenieur hat nach wie vor die ganzen Granatwerfer, Raketenwerfer, wie man sie nennen will, und ist nach wie vor gegen Panzerfahrzeuge ausgerichtet.
Die einzige Neuerung wäre, dass er der Einzige ist, der jetzt Zugang zu den persönlichen Verteidigungswachen hat, den PDWs. Das ist interessant. Wir werden sehen, wie sich das Ganze ausspielen wird. Und ob dadurch die anderen Klassen... Ja, die große Frage ist natürlich, ob die anderen Klassen diese Verteidigungswaffen vermissen werden. Was meint ihr? Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Beim G-Typen der Support-Klasse, da hat sich aber einiges getan. Und zwar, er hat auch weiterhin Zugang zu C4, später als der Scharfschütze. Das ist quasi der letzte Unlock. Und er hat die Claymores, er hat den Mörser, das ist alles beim Alten geblieben. Die große Veränderung ist, die Maschinengewehre, die haben einen sehr krassen Buff bekommen. Darauf werde ich noch später zu sprechen kommen. Was ich damit sagen will, die schießen jetzt viel genauer. Die schießen alle viel genauer. Viele von diesen Maschinengewehren schießen jetzt fast so genau wie Sturmgewehre, des Medics. Das macht den MG-Typen zu einem... Ich würde sagen, zu einem Anti-Infanteristen. Das war er vorher auch schon, aber dieses Mal in Battlefield 4 könnt ihr ihn viel aggressiver spielen, denn wie gesagt, er hat seine Waffen. Jetzt haben seine Waffen eine sehr viel höhere Genauigkeit beim Schießen. Dementsprechend könnt ihr jetzt auch gegen Medics antreten. Und mit dem XM25 seid ihr natürlich sehr gut ausgestattet, um feindliche Scharfschützen hinter irgendwelchen Ecken rauszuräuchern, beziehungsweise diese hinter den Ecken zu killen. Was ich mit dem Ganzen sagen will, in Battlefield 3 haben wir gesehen, dass der Medic vor allem sehr viel gespielt wird. Er wurde, man könnte jetzt sagen, ein bisschen genervt im Vergleich zu den anderen Klassen. Der Defibrillator, der muss erstmal aufgeladen werden. Leute können nicht mehr so bleiben, also das Fenster für die Wiederbelebung ist nicht mehr so lange. Und im Vergleich zu den anderen Klassen hat seine Attraktivität etwas abgenommen. Und ja, genau, die Attraktivität des Scharfschützen hat extrem zugenommen, meiner Meinung nach, aber auch die des MG-Typen. Das heißt, wir würden in der Tat vielleicht eine perfekte Balance zwischen den Klassen sehen, also dass die Zeit, die Leute mit verschiedenen Klassen spielen, immer so 25% ist, 25 Medic, 25 Engie und so weiter und so fort. Der dritte Punkt, den ich besprechen wollte, ist, Battlefield 4 ist härter geworden. Das liegt meiner Meinung nach an zwei Ursachen. Zum einen, die Karten sind viel unübersichtlicher geworden. Zum Beispiel Zavod 311. Wenn man da Obliteration spielt, das ist einfach das reinste Chaos. Die feindlichen Gegner sind unter diesem Fabrikgelände, im Fabrikgelände, auf den Dächern, in den Wäldern, einfach überall. Es ist Wahnsinn. Genauso bei Flood Zone und ja, teilweise auch bei Siege of Shanghai. Das ist aber, ein kleiner Teil, warum Battlefield 4 härter geworden ist. Der hauptsächliche Grund ist, dass die Waffen in Battlefield 4 viel genauer geworden sind. Und lass mich mal ganz kurz sagen, was ich meine mit härter. Mit härter meine ich, man wird schneller gekillt. Man wird, wenn man gefangen, also vom Gegner gesehen wird und dieser eine gute Schussmöglichkeit auf euch hat, seid ihr so gut wie tot. Ihr habt kaum eine Chance. Bei Battlefield 3 konnte man sich vielleicht noch hinlegen, um die Ecke springen, weil die Kugelstreuung der Waffen des Gegners einfach etwas höher war. Jetzt sind die Waffen viel genauer. Teilweise sind die echt wie Laser und sobald man gesehen wird, ist man quasi tot. Das Spiel wird also viel taktischer, viel weniger Run and Gun, sondern viel mehr vorarbeiten, defensiv, aggressiv spielen, quasi um die Ecke gucken, Positionen, Ecken checken, gucken, ob alles in die Luft rein ist, erst dann vorgehen. Und vielleicht auch defensiv campen, wenn ihr wisst, dass Gegner vorankommen, bleibt ihr stehen in einer guten Position und wartet, bis die Gegner rauskommen und knallt diese dann ab. Zur Verdeutlichung, lasst uns mal die PKP Pechenek in Battlefield 4 und Battlefield 3 anschauen. Wie ihr seht, hatte sie in Battlefield 4 eine Kugelstreuung von 0,5. Ja? Was das genau bedeutet, ist jetzt nicht wichtig. Was eigentlich nur im Moment wichtig ist, ist der Vergleich zwischen Battlefield 4 und Battlefield 3. Also Kugelstreuung war vorher 0,5, also der Wert für die Kugelstreuung. Und jetzt ist der 0,3, das ist eine Verbesserung von fast 50%. Und der Recoil, also der vertikale Rückstoß, ist sogar ein bisschen zurückgegangen. Das heißt, die Waffe ist fast doppelt so genau geworden. Und nochmal zum Vergleich, eine andere Waffe des, übrigens des MG-Typen ist das hier, die RPK 774M, die jetzt in die RPK 12 umbenannt wurde,
hatte früher in Battlefield 3 eine Kugelstreuung von 0,4 beim Schießen über das Zielvisier. Jetzt hat sie eine Kugelstreuung von 0,2. Das heißt, sie ist doppelt so genau geworden. Also das Schießen, die Kugeln sind doppelt so genau geworden aus dem Lauf. Und sie hat noch einen verringerten vertikalen und horizontalen Rückstoß. Die Rückstöße sind noch ein kleines bisschen runtergegangen. Die Waffe ist also fast mehr als doppelt so genau. Und das ist es, was ich meine, dass Battlefield 4... Und das ist es, was ich meine, wenn ich sage, Battlefield 4 ist härter geworden. Die Waffen von allen Klassen wurden gebufft, außer jetzt den DMAs. Die wurden genervt. Aber alle anderen Sturmgewehre, Maschinengewehre, die Karabiner, die wurden alle gebufft, sind jetzt alle viel genauer. Das macht es für eure Gegner leichter, euch zu killen. Das funktioniert natürlich auch andersrum. Es ist leichter für euch, eure Gegner zu killen. Aber worauf läuft das hinaus? Ganz einfach. Es läuft alles darauf hinaus, wie ihr euch positioniert, die Taktik eurer Vorgehensweise, wie ihr eure Gegner bekämpft, wie ihr euch Deckung zunutze macht und so weiter und so fort. Das Spiel wird also viel weniger Run and Gun, sondern viel taktischer und ihr müsst viel überlegter spielen, um euch den Vorteil gegenüber eurem Gegner zu sichern. Aber keine Sorge, auch das werde ich natürlich besprechen und wie ihr wisst, habe ich ja schon früher für Battlefield 3 Tipps gemacht, wie ihr eure KD verbessern könnt, wie ihr taktischer spielen könnt und euch Vorteile gegenüber euren Gegnern sichern könnt und das werde ich auch für Battlefield 4 weitermachen. Wenn ihr darauf nicht warten könnt, könnt ihr euch gerne die KD Plus Videos, also die Videos, wo ihr eure KD verbessern könnt, anschauen. Ich werde sie verlinken. Ja, das war's auch schon. Das ist alles, was ich sagen wollte. Also, dass Battlefield 4 komplexer geworden ist, ist härter geworden und dass sich die Klassenbalance verändert hat. So, das war's auch schon. Ich danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen oder geholfen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Like gebt, denn damit ich weiß, ob ich weitermachen soll mit meinen Videos. Ansonsten, ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.